heute einfach so vercheckt, dass ich mit Schlappen raus bin. Ups, das geht nicht, aber. Die Schuhe anziehen lassen gehen. Und ich habe letztens festgestellt, dass es jetzt, glaube ich, wirklich die längste Zeit ist, die ich nicht gefilmt habe. Ich glaube, 3 Wochen kein Video online gekommen. Aber ja, es ist viel passiert und ich hoffe, oder ich habe es mir fest vorgenommen, die nächsten Tage, dass wieder Videos online kommen. Und mir ist gerade wieder ein TikTok in den Kopf gekommen, dass ich gesehen habe, wo eine Hundetrainerin sagt, dass Hunde durch dieses Markeklimpern richtig Stress ausgesetzt sind, weil das halt erstens für die viel lauter ist und halt den ganzen Tag direkt neben dem Kopf meistens, weil die halt die Marken am Halsband hängen haben. Und dass da Hunde richtig drunter leiden können, wenn sie halt geräuschempfindlich sind. Und ich habe die Marke Santiago schon richtig lange an diesem Gurtband-Dings mit der Niete und habe das dann am Halsband bzw. aktuell am Geschirr, weil es mich gestört hat. Ja, und ich muss sagen, für mich klingt es total logisch, dass es die Hunde stört. Und das, ja, was mir noch aufgefallen ist, dass der Thiago selbst, obwohl er keine Marke quasi trägt, die klimpert, dass er total konditioniert ist auf dieses Marke-Klimpern. Und wenn wir Hunde treffen quasi, oder er die noch nicht sieht, aber man so dieses Marke-Klimpern hört, ist er schon direkt so, wo ist der Hund, wo ist der Hund? Ja, und das finde ich krass, wie sehr dieses Marke-Klimpern verknüpft ist. Ich habe mir jetzt was zu Abendessen gemacht, ein sehr frühes Abendessen, muss ich sagen. Aber ich habe heute Mittag, Nachmittag noch für die Masterarbeit was gemacht. Und ein bisschen gechillt und geschlafen. Und ich bin auch am Überlegen, ob ich heute vielleicht jetzt nach dem Essen noch in die Uni fahre, weil ich eigentlich vorhin mir noch Bücher rausgesucht habe aus der Bib. Und dann hatte ich eigentlich vor, nachmittags vielleicht in die Bib zu fahren. Das habe ich dann doch nicht gemacht. Jetzt überlege ich, ob ich jetzt gleich noch fahre und die noch abhole.